meine Güte. Hallo, liebe Leute. Und herzlich willkommen zu meinem neuen Blog. Mein Name heißt Larissa. Und ich sag mal so, ich lebe auf jeden Fall mein Leben. Und ich genieße jeden Tag so, als ob es den vorher noch nie gegeben hätte. Deswegen sagt man ja auch, genieße den Tag. Capri denem. Und dieses Motto, das schlägt sich natürlich auch in meinen neuen Blog wieder. Und das ist mein neuer Blog. Den habe ich mir extra neu gekauft. Also pass auf, in diesem Blog auf jeden Fall, da schreibe ich so alles rein, weil jeder Tag ist ein Individuum. Der Mann, der freut sich so. Es gibt zwei Worte, die mir im Leben schon sehr viele Türen geöffnet haben. Drücken und ziehen. Es geht los. 19.01. Januar. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Na toll, jetzt habe ich mir extra einen Stift gekauft. Oh, du meine Güte, was soll ich bloß schreiben? Fragezeichen. Und wo sind die Emoticons in dem Buch? Ohne sie kann ich meine Gefühle gar nicht richtig ausdrücken. Ich hasse mein Leben. Ende Tag 1. Ich hab's dann einfach geschehen lassen. Da war nichts mehr. 20.01. Januar. Heute bin ich voll krank. Oh, meine Güte, ich habe gerade meine Symptome gegoogelt. Es gibt drei Möglichkeiten. Allergie, Tinnitus oder Gefrierbrand. Also wenn ich nur eins davon habe, dann kann ich mir die Karten lesen. 21.01. Januar. Gestern Abend wäre fast was Schreckliches passiert. Ich schwöre, ich hätte beinahe vergessen, mich abzuschminken. Mm. Aber zum Glück ist mir noch rechtzeitig aufgefallen, als ich in den Spiegel geguckt habe. Und zu meiner Überraschung sah ich mich mit der Realität konfirmiert. Ich war quasi mein Spiegelbild der Gesellschaft. 24.01. Januar. Heute hätte ich Liebe auf den ersten Blick. Er heißt Kevin und er wohnt allein zu Hause. Mhm. Oh. Puh, da war ich wirklich, also, da habe ich gebissen. Er arbeitet als ein einzelner Handelskaufmann. Also ein Mann, der einen Beruf hat, der Schotten ist, der kriegt bestimmt überall Prozente. Ich liebe ihn schon jetzt. Ja, der Rest vom Block ist noch leer und lässt Raum für Insta-Petration. Ja, also, okay. Auf Wiedersehen, macht's gut, ihr Lieben. Das war ganz toll.